So, ich würde mal sagen, wir zocken hier mal eine Runde Call of Duty Advanced Warfare Beta. Ja, Einsturz kann ich euch leider kein Let's Play vorführen. Ich habe es bis jetzt zwei bis drei Mal gespielt. Ich habe es zwei bis drei Mal hochgeladen und jedes Mal wurde mein Video gesperrt komplett weltweit, weil Activision da unten ins Unterteil einprogrammiert hat, die YouTube überhaupt nicht respektiert, also jedenfalls bei mir nicht, also warum auch immer. Ja, und von daher kann ich euch davon kein Video präsentieren und hoffe, dass ihr bei Armada klappt und machen wir dann hier jetzt nochmal weiter Armada Vollgas gefahren. Und dann noch Terminus. Armada San Francisco, Kalifornien. Erreichen Sie die Brücke des Flugzeugträgers und setzen Sie die Arc-Lake Weltgans ein, die Adlers Angriffsboote auszuschalten. Ich habe das schon mal durchgespielt, die ganze Spiele, aber ich habe leider dann funktioniert das Place gemacht und das mache ich mal jetzt ganz schnell. Dann fangen wir mal hier oben ganz schnell an. Los geht's. Bitte Lagebericht. Was ist da los? Oh. Bitte kommen. Sofort einen Lagebericht. Einsatzbereitschaft. Weil gerade wie ich es hier auf dem höchsten Niveau, was hier ist. Komme! Krass, da sein. Bewegt sich was an Punkt 3 und 5. Aktivität auf den Frachtschiffen bestätigt. Das Ziel ist die Flotte. Das wird ein Massaker. Ganz ruhig, Lieutenant. Wie viele Leute haben wir denn noch da draußen? Scanne. Sekunde. Ich verbinde. Alle Sentinel-Teams, antwortet! Sentinel 2-2, Funk-Check, laut und deutlich. Sentinel 2-1, laut und deutlich. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich komme. Das Beste ist, ihr wartet beim Träger. Ich bin gleich da. Frag mich, warum meine Webcam so dunkel ist. Man sieht mich ja kaum nach oben links, hätte ich gesagt. Na egal, ob so mein Quatsch hört. Atlas will die Kontrolle über die Waffensysteme des Trägers. Wir brauchen Störer an den Railguns und müssen unseren Technikern Zeit verschaffen. Auf dem Träger sind überall feindliche Truppen. Sie versuchen, die Brücke zu übernehmen. Bewegung! Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Kontakt beim Jet! Entdeckung! Könnte man den Ton mal ein bisschen... Der Störer
erst platziert. Einer noch. Zwei Warbirds nähern sich von Westen. Ach ja, alles klar, ja. Springer nähern sich. Der Störer ist platziert. Einer noch. Zwei Warbirds nähern sich von Westen. Oh. Atlas Helix im Anflug. Ziele seilen sich ab. Der Warbird hat es auf euch abgesehen. In Deckung. Das sollte sie bremsen. Well, ganz gesichert. Sind auf dem Weg zur Brücke. Seilen sich noch mehr ab. Noch mehr von ihnen. Verdammt, sie sind überall. Unterstützung ist beschäftigt. Verstanden. Los, los, los. Vergesst die Booster. Es nützt mir nichts, wenn ihr euch den Hals brecht. Wir müssen zur Brücke.
Treppe hoch! Das ist schon mal. Lichter aus! Nachtsicht aktivieren! Kontakt! Kontakt! Davis, erbitte Erlaubnis, Arclight anzugreifen. Sicherheitscode Alpha Zulu Tango 997. Kontakt. Verstanden. Anklopfen. Verstanden. Du musst für mich zielen, Mitchell. Zum Terminal. Das Frachtschiff anvisieren. Das Frachtschiff anvisieren, Mitchell. Frachtschiff ist zerstört. Weiter mit dem zweiten Schiff. Verdammte Scheiße. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was passiert jetzt? Jetzt? Hyans hat Tausende von Unschuldigen auf US-Boden getötet. Jetzt holen wir ihn uns und machen ihn fertig. Ihr Trupp hat die Adlers Angriffe zurückgeschlagen und die Überreste der US-Flotte gerettet. Na wunderbar, dann machen wir auf jeden Fall. Ja, sauber, Herr Einstein, kurz schnell die Sonne weiter. Bis dann.